Ja, hallo, ich begrüße alle Teilnehmer in dieser für mich auch sehr ungewohnten Form einer Diskussion. Ich freue mich, dass ich insgesamt über 30 angemeldet habe und ich freue mich natürlich sehr, dass wir hier eine wirklich gut besetzte Diskussionsrunde haben und hoffe, dass das alles für Sie spannend und interessant ist. Das Thema ist Buch- und Spreewaldgurken, regional, Buchtage regional. Und der Anlass für dieses Webinar ist, dass wir auch in diesem Jahr die Regionalbuchtage durchführen wollen, wie in den letzten Jahren, aber dass das natürlich in den Corona-Zeiten deutlich schwieriger ist, als das vorher war. Wir wollen daher in diesem Jahr vor allem digitale Veranstaltungen fördern und schauen, inwieweit wir die Regionalbuchtage digital ins Netz stellen können und damit was erreichen können. Das Schöne ist, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Förderung durch das Bundesinnenministerium haben, also das Bundesministerium für Inneres und Heimat, das uns unterstützt. Und durch diese Unterstützung haben wir verschiedene Möglichkeiten, etwas zu machen, unter anderem wohl auch Möglichkeiten, um Technik anzukaufen, was ich sehr schön finde. Aber darauf kommen wir noch später. Bei den digitalen Veranstaltungen geht es darum, Reichweite zu erreichen, Interesse zu erreichen. Es geht darum zu fragen, wie können wir die Veranstaltung bewerben, sodass wir überhaupt Publikum haben. Und es geht natürlich darum zu fragen, wie kann man das Ganze technisch lösen. Dafür sind meine vier Diskutanten da. Und bevor ich an die übergebe, noch ein paar Sachen vorher. Das eine ist, es wird im Laufe dieses Webinars zwei Umfragen geben. Das bedeutet, dass wir alle dann mal für einen Moment ruhig sein müssen, dass auf dem Bildschirm etwas erscheint und dass Sie da zwei Fragen gestellt bekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die beantworten, weil uns das hilft, einen Eindruck zu gewinnen, wie das Interesse ist, wie die Erfahrungen sind. Also da wollte ich Sie schon mal drauf einstellen, dass diese Umfragen kommen. Zum Zweiten, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen da später sich noch was angucken, haben das Gefühl, Sie wollen gerne noch mal nachhören, was wir sagen oder möchten das an Kollegen weiterleiten, die jetzt keine Zeit haben, Sie finden das auf den Seiten des Börsenvereins unter Buchtage at Home. Und da, aber das stellen wir noch rein, wo Sie das genau finden, da finden Sie das. Wir wollen gerne mit Ihnen auch diskutieren. Das heißt, wer Fragen hat, kann, wenn Sie Erfahrung haben mit Zoom, dann wissen Sie, wie das geht, die Hand heben. Das heißt, da ist oben so eine Leiste. Bei jedem Computer ist die, glaube ich, woanders. Bei mir auf dem iPad sehe ich sie gerade nicht. Und da gibt es die Möglichkeit, die Hand zu heben, Fragen zu stellen. Und wir gucken dann, dass wir diese Fragen zeitnah beantworten und dass wir darauf eingehen können. Das sind so ein paar technische Sachen. Dann möchte ich noch einen Dank aussprechen, und zwar an den Börsenverein insbesondere. Ich finde, gerade in diesen Corona-Zeiten sieht man, wie wichtig es ist, dass man mit dem Börsenverein eine gute Vertretung hat, die sich darum kümmert, dass bestimmte Fragestellungen, Probleme, Lösungen eben auch in der ganzen Branche kommuniziert werden und dass nicht jeder allein in seinem Homeoffice sitzt und nicht weiterkommt. Ein spezieller Dank an Birgit Koch und Anke Simon, die das Ganze vorbereitet haben und die Ideen schon dazu hatten, die sich wirklich sehr darum gekümmert haben, dass wir das heute machen können. Und dann auch noch an Nicola Meyer, die für die Technik zuständig ist und die dafür gesorgt hat, dass wir uns oder sie uns jetzt alles sehen und wir uns zum Teil sehen. Also das sind die im Hintergrund, die sich um alles kümmern. Dafür herzlichen Dank. Im Vordergrund sind jetzt die Diskussionsteilnehmer. Und ich möchte die gar nicht vorstellen, sondern ich fände es ganz schön, wenn Sie sich selber vorstellen. Ich vergebe immer das Wort. Das soll jetzt nicht unhöflich sein, aber das hilft, dass dann jemand weiß, dass er gerade sprechen kann und dass die anderen dann gerade etwas ruhiger sind. Ja, die Erste, die ich bitten möchte, sich vorzustellen, ist Anke Simon. Annette Sievers vom Peter Meyer Verlag und Sprecherin der IG Regionalia. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und auch ein bisschen was dazu sagen, wie wir uns die Regionalbuchtage digital vorstellen, wie wir auf die Idee dazu kamen und was wir uns da für Gedanken gemacht haben. Vielen Dank für die schöne Einführung, Jürgen. Ich bin die Annette Sievers vom Peter Meyer Verlag
Wir machen hauptsächlich Reiseführer. Früher haben wir sehr viel Fernreiseziele gehabt. Jetzt sind wir seit 2007 spezialisiert auf regionale Titel, nahe Reiseziele, einfach aus ökologischen Gründen. Wir sind sehr ökologisch orientiert. Jedes Buch ist inzwischen mit dem blauen Umweltengel ausgezeichnet. Und dieses Jahr hat der Verlag für seine über 40 Jahre Bemühungen auch einen großen Verlagspreis gewonnen von der Bundesregierung, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben, weil das war auch mit ein bisschen Preisgeld verbunden und das hilft natürlich in diesen Zeiten besonders. Weil wir eben uns sehr um die Regionen bemühen, bin ich seit 2015 engagiert in der IG Regionalia, die wir 2015 erst gegründet haben. Und wir haben uns damals schon sehr viele schöne Formate einfallen lassen. Es gibt also das schönste Regionalbuch, das jährlich ausgezeichnet wird und dann 2 Wochen lang ganz konzentriert bundesweit Veranstaltungen zum Thema Regionalliteratur. Das kann also ein Reiseführer sein, aber eben auch Krimis und Kochbuch und ein Gedichtband vielleicht. Also es könnten alles Mögliche sein. Und der Börsenverein unterstützt uns bei unseren Bemühungen um das regionale Buch mit viel Werbematerial, Pressematerial und so weiter. Und ja, dieses Jahr wird es natürlich, wie Jürgen Krohn eben schon gesagt hat, etwas schwieriger, eine Veranstaltung zu machen, weil es sehr viele Voraussetzungen gibt, um Hygienestandards einzuhalten. Deswegen wollen wir dieses Jahr die Regionalbuchtage ins Netz holen. Und da die Bundesregierung, wie erwähnt, uns auch fördert, gibt es jetzt natürlich auch die Möglichkeit, die Chance, mit diesem Fördergeld mal in die Technik zu investieren oder etwas auszuprobieren, was man vorher noch nie gemacht hat. Und die IG Regionalia lädt alle ein, Buchhandlungen und Verlage da mitzumachen und einfach mal was auszuprobieren. Habe ich die Frage beantwortet, Jürgen? Ja, aber vielleicht kannst du noch etwas sagen zu dieser Förderung durch das Bundesministerium. Die Bundesregierung, Bundesministerium für Heimat fördert insgesamt 16 Veranstaltungen. Und für jedes Bundesland soll also eine besondere Veranstaltung ausgewählt werden, sodass wir eine digitale Reise durch ganz Deutschland erfahren und darüber Literatur kennenlernen, die wir bisher noch nicht gekannt haben. Und die Bedingungen für das Fördergeld dieses Jahr sind, dass die Veranstaltung online ist, also dass es eine digitale Veranstaltung ist, dass es eine kostenlose Veranstaltung ist, dass wir also für auch das digitale Format, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, kein Geld nehmen vom Zuhörer, vom Zuschauer. Und das Thema muss die deutsche Einheit betreffen. Weil wir haben ja dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum, deutsche Einheit sind zu feiern und deswegen sollen alle Veranstaltungen, die dieses Jahr eingereicht werden, sich mit dem Thema deutsche Einheit beschäftigen. Das könnten also jetzt zum Beispiel eine Wanderung sein auf dem Grenzstreifen im Harz. Es könnte aber auch eine Lesung sein, die sowohl im Osten wie im Westen stattfindet und dann kommt das irgendwie im Chat wieder zusammen. Also da kann man sich allerlei einfallen lassen. Ja, vielen Dank. Was man sich alles einfallen lassen kann und was für Ideen es gibt, um solche Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen Ost-West gut in Szene zu setzen, ans Publikum zu bringen. Darüber hat sich Herr Grosse-Holfort von Literaturtest für uns schon viele Gedanken gemacht, aber nicht nur für uns, sondern überhaupt. Sie haben ein Konzept entwickelt, um die digitalen Buchtage umzusetzen, um Anregungen zu geben, was zu machen ist. Können Sie das Konzept so etwas mal uns vorstellen und nahebringen? Ja, vielen Dank und danke, dass ich auch hier sein darf und auch wenn Sie sagen, ich habe es entwickelt, ich habe es natürlich mit Ihnen gemeinsam entwickelt. Also wir haben da ein
schönen Austausch gehabt in dem Kreis der IGEO Regional, ja auch moderiert und unterstützt vom Börsenverein. Und daraus ist dann etwas entstanden. Das würde ich jetzt tatsächlich hier nur, da wir auch in Anführungsstrichen nur eine Stunde haben, kurz skizzieren an Ideen, vielleicht zum Hintergrund. Tatsächlich die Idee, da gemeinsam etwas zu entwickeln, ist entstanden aus den Veranstaltungen und Themen, die wir im Kontext der IG Digital, also ich bin einer der drei Sprecher, Sprecherinnen der IG Digital, in verschiedenen Veranstaltungen entwickelt haben. Und das heißt, insbesondere mit der Nicola Meyer gab es da schon eine enge Zusammenarbeit, und so sind wir dann gewissermaßen oder bin ich dann zu dem schönen Thema Regionalbuchtage gekommen und konnte dann in diesem Kreis gewissermaßen mit allen zusammen denken. Und das wirklich sehr Schöne an dieser Fragestellung, Aufgabenstellung, finde ich, erstens, die Grundentscheidung zeigt Mut, also zu sagen, uns sind die Regionalbuchtage wichtig und wir wollen sie in einem Format machen, das für uns als Verlage, für die Buchhandlung, mit denen wir das gerne zusammen machen möchten, für die Partner, mit denen wir es zusammen machen können, realisierbar sein sollte, sofern es nicht ganz schlimme Dinge gibt, die gewissermaßen im Kontext dieses Virusgeschehens dagegen sprechen. Das heißt, wir wollen so konzipieren, dass unsere Regionalbuchtage stattfinden. Und das ist, deshalb habe ich nicht lange überlegen müssen und unterstützt, habe das sehr gerne gewissermaßen mitkonzipierend unterstützt. Und das war so der eine Punkt. Der andere Punkt war, jetzt von der Struktur der IGEO Regionalia her, sind es, sagen wir mal, kleinere bis mittlere Verlage, so von der Unternehmensgröße her, mit einem natürlich für die Region spezifischen, aber doch mit einem, sagen wir mal, Programmprofil, von dem es sich lohnt, da thematisch über alle Verlage hinweg zumindest zu versuchen, eine Klammer zu finden, wie das Ganze dann auch unter dem Dach der Regionalbuchtage und in Kooperation mit dem Tag der Regionen einfach auch eine gute Aufmerksamkeit kriegt. Und das war so der Ansatzpunkt für die Frage, in welchen Formaten kann das Ganze vielleicht erfolgreich sein. Und nur, dass Sie sich jetzt nicht, also Sie müssen jetzt nicht gewissermaßen mitschreiben oder so, dass der Börsenverein hat die, wie ich finde, schöne Entscheidung getroffen, dieses gesamte Konzept auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es gibt es im Detail dann auch auf der Website nachzulesen. Also deshalb würde ich das jetzt auch nur die Grundgedanken skizzieren, und die Details können Sie dann gerne nachlesen. Genau, und Stichwort Formate der Begegnung. Ganz kurz noch, das ist auch im Chat eingeblendet, wo man es finden kann. Genau, die Links sind schon drin. Ja, danke, genau. Das ist, man kann sofort mitlesen, ob ich Unsinn erzähle oder nicht. Also ich bemühe mich natürlich, das nicht zu tun. Genau, also zu den Formaten. Da war es uns wichtig, dass die Formate, also so als Grundaussage, die Formate müssen zu den beteiligten Partnern passen. Das heißt, was immer wir vielleicht jetzt im Kontext IG Regional ja empfehlen, sind Anregungen für eine eigene Konzeption. Also diese meine Predigt haben sich die Kolleginnen und Kollegen schon häufig anhören müssen, aber in diesem eigenen Format, in dieser eigenen Idee steckt meines Erachtens die Möglichkeit des Erfolgs für die eigenen und einzelnen Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz eine, nicht so aufregende, aber vielleicht nochmal erwähnenswerte Maßgabe haben wir uns überlegt, kurze Formate sind oder kürzere Formate sind im digitalen Bereich sicherlich eine Überlegung wert. Das heißt, das, was man gewissermaßen klassisch sich als Lesungsformat oder als Diskussionsformat im analogen Raum auch sehr erfolgreich schon angesehen oder vielleicht auch selbst durchgeführt hat, das sollte man nicht 1:1 kopieren. Also ganz platt gesagt, nicht einfach die Kamera auf das halten, was analog gut war, sondern überlegen, was ist auch digital gut. Und da ist Kürze so eine oder kürzere Dauer so eine Maßgabe. Also zum Beispiel das, was man jetzt im Rahmen des Bookfest Digital für die Buchmesse einreichen konnte, also beziehungsweise bis heute Abend einreichen kann. Ich habe übrigens gehört, die Frist wird nicht verlängert. Also wer jetzt noch nichts eingereicht hat, kann das direkt nach der Veranstaltung noch tun. Aber nur bis heute Abend. Genau, und da ist 20 Minuten so als
als Slot gedacht und das finde ich keine schlechte Orientierung, nur so als zum Thema Kürze. Dann die Formate, da haben wir uns überlegt, auch unter der Maßgabe des Themas Deutsche Einheit und auch schon vorgreifend in Bezug darauf, wie erreichen wir eine gewisse Reichweite. Also über allem, was wir uns überlegt haben, steht ganz groß Partner. Also das heißt, unsere Empfehlung ist, und das geht natürlich auch insbesondere an die Buchhandlungen, die heute da sind, aber die vielleicht auch dann in Kontakt mit den Verlagen stehen oder treten, oder auch an die Verlage in Bezug auf andere Institutionen, suchen Sie sich Partner, mit denen Sie zusammen gewissermaßen stark für die Region sprechen und auch auf Ihren jeweiligen Kanälen Menschen erreichen können. Das ist auch eine generelle Empfehlung, die aber, glaube ich, sehr wichtig ist. Und unter diesem Leitstern Partnerschaft gemeinsam und Deutsche Einheit sind dann zwei Formatvorschläge entstanden. Das ist eine, haben wir Autorentandem genannt. Das heißt, da bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich zwei Personen aus Ost und West über ein gemeinsames Thema, das natürlich idealerweise dann mit Buchprojekten oder Buchpublikationen verbunden sein sollte, in einen Austausch begeben, bei dem das Thema im Vordergrund steht. Das war jetzt auch in allen Diskussionen uns wichtig. Wir müssen gewissermaßen davon ausgehen, die Menschen übers Thema zu begeistern, weil, ich sage es mal ganz platt, wir die Star-Autoren nicht haben. Und oder wenn wir sie haben, dann natürlich am besten beides, aber das Thema ist zentral. Und eine Überlegung war, ein Format als Autoren-Tandem aus Ost und West, die sich gemeinsam und auch aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen zu einem Thema etwas zu sagen haben, das die Menschen dann neugierig macht darauf, wie sich das in der Tiefe darstellt, also wie es in den Büchern dieser Menschen sich dann wiederfinden ließe. Das ist dann. Kann ich gerade mal hier kurz eingreifen? Ich glaube, der Bertolt Röth, Bertolt, du hast, glaube ich, so ein Autorentandem schon geplant als Veranstaltung. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was du überhaupt von dem Konzept hältst und speziell auch über diese Idee mit dem Autorentandem berichten. Ich glaube, du musst noch das Mikro einschalten. Dankeschön. Ich sage ganz kurz auch nochmal, wer ich bin. Ich bin Bertolt Röth vom Worms Verlag. Wir sind auch ein Regionalverlag, haben ca. 170 lieferbare Titel und neben Regionalia haben wir dann Regionalkrimis und Kinderbuchbereich. Besonders letzteres sind wir gerade kräftig am Ausbauen. Und wir haben die Regionalbuchtage in der Vergangenheit lokal richtig etablieren können, weil wir das eine ganz tolle Sache fanden. Und was da gesagt wurde, gerade nach Partnerschaften und Kooperationen zu schauen, das war bei uns physisch analog schon wichtig. Wir hatten jährlich ein umfangreiches Programm von 8 bis 10 Veranstaltungen über diesen 2 Wochen allein in Worms. Lokal bezogen, immer gestartet mit einem Heimatfilm im Kino. Und mit Corona darf das ja, also was heißt darf nicht, die Kooperationspartner sind auch alle abgesprungen sowieso schon und sagen, nächstes Jahr sind wir gerne wieder dabei. Also wir mussten alle umdenken und da lief die ganze Zeit, laufen wir halt der Zeit hinterher, was kann man da digital machen. Und zu unserer Vorstellung, wir setzen da gerade auf die Städtepartnerschaften. Also wenn sich jemand anders überlegt, was kann ich denn zur Deutschen Einheit tun? Fast überall gibt es Städtepartnerschaften zwischen Ost und West. Bei uns ist das Worms Bautzen und da bin ich im Gespräch mit 2 Verlagen in Bautzen und auch mit Autoren in Bautzen und würde halt gerne irgendwas Virtuelles zur Deutschen Einheit, wie es halt vom Bundesministerium für Innenbau und Heimat auch angeregt wurde. Also wir werden uns auf einen virtuellen digitalen Beitrag dieses Jahr leider auch beschränken müssen. Und das ist alles noch nicht in grünen Tüchern. Also wie ich gerade gesagt habe, ich hoffe, dass das zustande kommt. Ich muss den Partnern, die das analog mit mir gerne machen wollten, ursprünglich, denen muss ich erklären, was könnt ihr euch vorstellen. Also machen wir das über eine Zoom-Konferenz, machen wir das über einen vorproduzierten Beitrag. Da gibt es viele Art Möglichkeiten. Das ist alles in dem Konzept von Herrn Grosse-Holtforth
ausführlich dargestellt, was man da an Technik braucht. Im Grunde genügt auch schon ein Handy. Man kann das ganz minimal machen. Man kann es auch aufwendiger machen. Und wenn man sich nicht auskennt damit, sieht es natürlich erstmal furchtbar kompliziert aus. Ich habe mittlerweile den Eindruck, das sind so diese Ängste, die man hat. Und es ist gar nicht so kompliziert, wenn man beraten wird. Und vor Ort gibt es meistens auch schon Partner, die man dann einbinden kann. Bei uns ist das viele, gerade im Lockdown, fast überall habe ich gesehen, ob das Trier, Worms, Frankfurt oder sonst wo ist, haben sich lokale Initiativen gebildet, die ganze Zeit schon über irgendwelche Kanäle Beiträge ins Internet streamen. Bei uns ist das Quarantäne TV. Das ich auch schon mit Lesungen genutzt habe, wobei ich da auch festgestellt habe, wir hatten eine Autorin aus unserem Kinderbuchprogramm, die hat dann 3 Tage lang eine halbe Stunde mittags für Kinder vorgelesen und da waren 20 bis 25 Zuschauer so jeweils. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, aber wenn das irgendwie anders verpackt worden wäre wie eine normale Lesung, hätte das bestimmt noch besser laufen können. Ja, ist das vielen Dank. Bertolt, apropos Bewegung, ich freue mich auch sehr, dass wir eine regionale Bewegung auch noch dabei haben als Diskutantin. Melanie Oertel ist Projektleiterin bei dem bundesweiten Tag der Regionen. Ich würde mich freuen, wenn Sie zunächst mal sich und den Tag der Regionen vorstellen, der übrigens zum Teil sich überschneidet auch mit den Regionalbuchtagen. Und würde auch gerne mal hören, was halten Sie eigentlich von den Regionalbuchtagen, von dieser Idee, das Ganze digital zu stellen? Haben Sie da auch schon Aktivitäten? Haben Sie da Erfahrungen? Können Sie uns da etwas berichten? Haben Sie etwas geplant? Frau Oertel. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ganz kurz, Tag der Regionen ist ein Projekt der Regionalbewegung. Ich tuck mich mal, dann können wir das auch gut sehen. Der Bundesverband der Regionalbewegung setzt sich ein für kleine, mittelständige Unternehmen, alles, was um regionale Produkte geht. Wir sehen uns als Interessensvertretung und genauso aber auch als Kompetenznetzwerk, wenn es um Regionales geht. Und wir bearbeiten verschiedene Projekte, unter anderem der Tag der Regionen, wofür ich heute da bin. Ich zeige mal ganz kurz, wie das bei uns zu dieses Jahr aussieht. Also wenn Sie irgendwo diesen schönen Bubbel sehen, dann erinnern Sie sich sofort an Tag der Regionen. Wir haben jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr ist es Klimaschutz durch kurze Wege. Und wir sind dieses Jahr sehr verwurzelt, weltoffen und klimabewusst. Oft mögen Akteure es, wenn eben ein Motti da ist, ansonsten geht es hauptsächlich darum, die Region zu stärken und zu zeigen, was es eben für vielseitige Regionen gibt und wie man die eben alle vernetzt. Und das ist unsere Aufgabe. Tag der Regionen findet dieses Jahr zum 22. Mal statt und hat sonst immer eine Reichweite von ca. 1000 Veranstaltungen. Dieses Jahr ist Veranstaltung einfach mal ein Wort, was wir schon gar nicht mehr benutzen. Wir reden mutwillig nur noch von Aktionen, weil Aktionen für uns dieses Jahr drinnen, draußen und digital stattfinden. Vielleicht kann man das auch in den Chat reinsetzen, den Link zum Projekt www.tag-der-regionen.de. Da kann man sich auch mal schlau machen. Und dann fange ich auch gleich mal an, worum es uns geht. Eben um schöne Aktionen gemeinsam mit den Regionalbuchtagen. Wir haben letztes Jahr mit der Kooperation begonnen. Da waren wir aber beidseitig einfach noch, sage ich mal so, im Herantasten, wie man denn dann auch die Veranstaltungen miteinander verknüpfen kann. Für dieses Jahr haben wir uns überlegt in Absprache, dass die Aktionen der Regionalbuchtage direkt auf unserer Webseite eingetragen werden können. Das geht ganz einfach auf unserer Webseite unter Aktionen, Aktionen eintragen und dann ist das, man braucht keine Registrierung, man kann direkt seine Veranstaltung eintragen. Wir haben auch Kategorien zur Verfügung, wo auch direkt Literatur angegeben werden kann. Ansonsten würde ich Hinweise gerne sagen, dass vielleicht auch noch so ein Kästchen Regionalbuchtage extra kommt. Ansonsten kann das im Beschreibungstext für die Veranstaltung gerne mit eingegeben werden.
Und ja, wir freuen uns total, dass es die Regionalbuchtage gibt. Also viel, das ist eine so schöne Kombi mit Tag der Regionen. Und wir bewerben es in unserem Projekt und auch als Regionalbewegung. Wir schreiben Newsletter, wir haben es auf unsere Webseite gesetzt. Und ich habe selber total Lust auf eine Krimi-Lesung beim Metzger. Ja, das ist so mein Wunsch, was ich mir wünsche. So der regionale Metzger und dann ein guter Krimi dazu. Darf aber auch einfach eine schöne Gedichtvortragung von Herbstgedichten auf dem Bauernhof sein. Da sind wir sehr offen. Und genau, ist die Veranstaltung an und für sich können so sein und ansonsten auch gerne in Kooperation mit uns gemeinsam. Zur Frage, ob wir schon Erfahrung haben mit digital, wir tasten uns daran. Ganz wichtig, Tag der Regionen stellt selber keine Veranstaltungen oder Aktionen her, sondern wir sind die Plattform dafür, ja, wo man gesehen wird und gesehen werden kann. Ja, Frau ja. Sieber, habe ich zu lange geredet? Nein. Ich habe eine Frage dazu. Mhm. Und zwar in Ihrem Terminkalender, wo man die Veranstaltungen, regionale Veranstaltungen eintragen kann. Mhm. Sie nennen sich ja Tag der Region. Darf das nur ein Tag sein oder kann man dort rund ums Jahr Veranstaltungen einstellen? Eine wunderschöne Frage. Und zwar, das ist ein Tag der Regionen, um zum einen einfach den Regionen so ein Wert zu geben. Und es gibt so viele verschiedene Tage und einen Tag der Regionen, den muss es auch geben. Wichtig ist aber, dass der Kerntag oder der Haupttag ist der 4. Oktober dieses Jahr und das fällt immer zusammen mit dem Erntedanksonntag. Das hat auch einfach seine Geschichte in der Genese und weil es einfach so sehr schön passt. Also der Erntedanksonntag ist immer der Kerntag. Und da herum gibt es unseren Aktionszeitraum. Und der Aktionszeitraum sind immer 2 Wochen, eine Woche davor und eine Woche danach. Aber wenn es gute Veranstaltungen gibt, die halt einfach dann auch noch 3 Tage eher sind oder noch 3 Tage später, da schauen wir nicht aufs Datum. Auch eben im Hinblick auf die Daten für Regionalbuchtage, die finden ja zeitlich versetzt statt, ist es überhaupt gar kein Problem, weil wenn man die Aktionen anklickt, sieht man ja das Datum. Und die so gut passen, denen will man ja trotzdem die Möglichkeit geben, gesehen zu werden. Es gibt auch 4 regionale Programmhefte, die gedruckt werden. Die werden in Hessen wird es gedruckt, in Bayern wird es gedruckt, in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen. Das heißt, die Veranstaltungen, die bis Redaktionsschluss bei uns eingehen, werden auch im Print veröffentlicht und dann eben regional ausgelegt. Wobei man dieses Jahr einfach sagen muss, die Auflage wird geringer sein, weil es kaum ausgelegt werden darf. Trotzdem machen wir es. Ja? Also uns ist es auch ganz wichtig zu sagen, wir lassen den Tag der Regionen stattfinden. Wir werden lieber kreativ, was die Art und Weise angeht, den Regionen Sichtbarkeit zu verleihen, als dass wir sagen, nee, wir machen nichts. So, das war's. Ich habe jetzt trotzdem noch, Annette, gleich noch eine Rückfrage. Sie sagen, Sie tasten sich an das Digitale heran. Es ist ja nun nicht mehr so lang, bis es dahin ist. Nee, wie weit sind Sie denn beim Tasten? Genau, also wir sind schon sehr gut im Tasten, weil wir selber stellen ja keine Aktion her. Ja, und wir haben schon sehr viele Veranstalter, die sich da schon länger Gedanken drüber machen. Und auf unserer Webseite, wo wir auch sagen, Aktionsformate, die in Corona-Zeiten funktionieren, sind dann auch immer Beispiellinks dazu angegeben. Also zum Beispiel gibt es in der Rhön den Rhöner Wurstmarkt und der findet komplett digital statt. Ansonsten ist Tag der Regionen halt einfach vom Konzept her eine Idee, die die Menschen sehr zusammenbringt. Und sehr viel mit Herbstmärkten und Festen. Und die sind halt dieses Jahr außen vor. Und deswegen meine ich, unsere, Erfahrungswerte beschränken sich auf die letzten Monate und nicht wie die letzten Jahre für die anderen Formate, die wir sonst immer bespielen. Genau. Annette, du hast noch eine Frage? Nein, keine Frage, sondern ich wollte nur mal die Begeisterung von Frau Oertel teilen, weil die IG Regionalia freut sich nämlich auch, dass wir jetzt da so schön kooperieren können. Denn so sind die
Tage der Regionalbuchwochen, die vom 15. bis zum 30. September gehen und sich dann quasi nahtlos oder überschneidend mit dem Tag der Region ergänzen. Das ist so richtig eine geballte Menge von Regionalinfo und Regionalisierung. Ich glaube, das wird dieses Jahr viele, viele Leute ansprechen, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen wirklich gesagt, nur digital stattfindet. Aber ja, ich glaube, das wird dieses Jahr wirklich viele auch aus dem Herzen sprechen, denn viele haben dieses Jahr erlebt, wie schön die eigene Heimat sein kann und notgedrungen und ja, und dass man das dann vielleicht umsetzen kann in Veranstaltungen oder, wie Sie sagen, in Aktionen. Das finde ich einen sehr guten Begriff, weil der alles so offen lässt. Genau. Ja. Annette, du hast jetzt auch das Konzept von Herrn Große-Holfort schon gelesen. Was hältst du denn davon? Inwieweit ist das denn jetzt für dich und deinen Verlag praktikabel, umsetzbar? Wo siehst du da Möglichkeiten, etwas zu machen? Also also unsere Schwierigkeit ist die gleiche, die auch viele Buchhandlungen haben, dass in manchen Teilen einfach die technische Ausstattung noch fehlt. Und also jetzt mein Anspruch ist ein bisschen höher, als nur mit dem iPhone was zu filmen und das dann hochzuladen. Also ich will es dann immer gleich ein bisschen perfekter haben. Und es sollte nicht wackeln und es sollte der Ton gut sein und so weiter. Also das muss man alles erst noch ein bisschen ausprobieren. Aber in dem Papier von Literaturtest von Herrn Große-Holfort steht ja auch, was er empfiehlt, wie die Minimalausstattung sein kann. Also da kann man sich schon gut dran orientieren. Und wir werden es versuchen, mit einem aufgezeichneten Video. Wir werden nichts live streamen. Einfach aus der Unsicherheit, klappt das dann am Ende? Steht die Verbindung immer? Das WLAN muss ja nicht immer funktionieren. Zumal wir tatsächlich etwas planen, was im Harz liegt, was im Harz spielt. Am Grenzstreifen und es ist mitten im Wald, da könnte es durchaus sein, dass da die Verbindung nicht so exakt funktioniert. Die Autorin wird gefilmt von ihrem Sohn, wenn sie, also jetzt alleine leider, nicht mit Publikum, aber eben da unterwegs ist auf dem Grenzstreifen zu einer Gedenkstätte. Und dann wollen wir versuchen, einen Partner zu finden, der uns etwas über diese Gedenkstätte erzählen kann. Und dieses aufgezeichnete Aktion wollen wir dann wiederum mit Live-Ton während der Veranstaltung bestücken, sodass die Autorin oder wir vom Verlag nochmal live etwas dazu erzählen. Und dann hat man den Einspieler von dem Stück, wo sie unterwegs ist und man sieht die Landschaft und kann das so ein bisschen erfühlen. Man kann es jetzt leider nicht riechen, man kann es nicht richtig schmecken und so, aber ich denke, man kann da vielleicht schon ein bisschen was rüberbringen so von der Landschaft. Ja, danke. Bevor wir jetzt vielleicht auf die Technik nochmal eingehen, würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal die erste Umfrage. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert und jetzt gleich aussieht, aber Frau Meier, Sie organisieren das? Ah ja, da ist sie schon. Das kann jetzt jeder bitte gerade mal eintippen. Wie viele digitale Veranstaltungen haben Sie bereits durchgeführt? Keine, 1 bis 5 oder mehr als 5? Genau. Muss man das jetzt antippen oder wie macht man das? Wir können das nicht, das können nur die Zuschauer. Ah ja. Genau, man muss einfach eine Option auswählen. Ja. In der Zeit können wir auch noch berichten, dass auch Autoren sehr aktiv sind. Und Autoren haben durchaus jetzt während der Corona-Zeit schon von sich aus alleine Erfahrungen gemacht mit digitalen Veranstaltungen. Zum Beispiel mit einer Lesung kombiniert mit Weinprobe, die dann von einem Weinhändler organisiert worden ist und das Publikum hat dann nach Hause geliefert bekommen 3 Flaschen Wein und sie mussten dann sich ein paar Häppchen dazu machen und dann hat man sich halt im Videochat getroffen und die Autorin hat was aus ihrem Buch vorgelesen, in dem Fall war es ein Krimi. Und das kam eigentlich ganz gut an beim Publikum.
Vielleicht kann ich, bevor ich übergebe, jetzt auch gerade noch etwas berichten. Ich schließe gerade mal bei mir. Wir hatten auch eine Veranstaltung gemacht. Das war noch, bevor ich das Projektpapier oder das Programmpapier von Herrn Große-Holfort gelesen habe. Und da haben wir einfach nur eine Lesung, das war von jemand Prominentes, dem Oberbürgermeister von Düsseldorf, mehr oder weniger direkt abgefilmt und ins Netz gestellt. Und wir hatten da zwar auch schon unsere Zuschauer, ich glaube vor allem wegen der Prominenz des Autors, aber im Nachhinein haben wir auch gedacht, das war ein Fehler, das einfach so wie eine ganz normale analoge Veranstaltung zu machen. Eine liest, alle hören zu. Es war zu lang, es war zu wenig Aktion, also keine Fragen, Einwurf und sonstige Möglichkeiten. Und von daher, als ich das gelesen habe, was Herr Große-Holfort vorgeschlagen hat, hat mich das sofort überzeugt. Und ich dachte, ja, das einfach zu übersetzen, was früher analog funktioniert hat mit Lesung, das ist digital nicht möglich. Also da muss man sich neue Gedanken machen. Und dieses, da liest jemand am Grenzstreifen, die Mutter und der Sohn läuft hinterher, das kann ich mir da schon ganz witzig vorstellen. Oder eben neue Formate überlegen. Aber das Klassische, das habe ich da selber gemerkt, das funktioniert einfach nicht so gut. Also habe ich Sie unterbrochen, Herr Große-Holfort. Sie wollten aber auch nichts kurz sagen. Genau. Vor allem wollte ich Sie bitten, dass Sie jetzt tatsächlich mal sagen, was ein kleiner Verlag denn außer großen Ideen, was Sie gesagt haben, noch braucht, um das alles umzusetzen. Ja, gerne. Ich würde nur auch meine Begeisterung über das, was Frau Sievers plant, gerne teilen, weil das in gewisser Weise tatsächlich auch beispielhaft ist, glaube ich, für vieles, was gerade auch als positive Erfahrungen andere machen, also die Verbindung von Aufgezeichnetem und Live. Also das ist, ich habe auch gestern nochmal mit der Frankfurter Buchmesse gesprochen, weil ich einfach wissen wollte, was wird denn bei denen so eingereicht und so weiter und so fort. Und da war tatsächlich das eine Feststellung. Also das scheint ein guter Weg zu sein, zu sagen, also wie Sie sagen, man hat was gut vorproduziert, aber wie Herr Krohn dann auch sagt, gleichzeitig, man braucht Live-Elemente, man braucht Interaktionen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Also den Partnerschafts- und Tandem-Gedanken, auf den komme ich auch gleich zur Technik dann nochmal. Was ich unbedingt erwähnen wollte, auch aus dem Gespräch mit der Buchmesse gestern, das wusste ich ehrlich gesagt in dem Maße nicht, aber es ist durchaus möglich und gewünscht, dass man in dem Veranstaltungskalender der Frankfurter Buchmesse auch Veranstaltungen aus den Regionalbuchtagen einstellt, sofern sie denn in einer Aufzeichnung vorliegen. Das heißt, das ist jetzt nicht, man wird nicht sofort weltberühmt, aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung auch für die eigene Kommunikation. Das heißt, man die Details wird dann die Buchmesse noch erklären, aber das geht. Und es geht eben auch mit, in Anführungsstrichen, Konserven. Und das auch anknüpfend an das, was Sie sagen, Herr Krohn, auch als Appell, also Frau Sievers macht es schon, aber so als wirklich die Anregung, das aufzunehmen, bei allem, was man tut, genau überlegen, wie kann ich das noch gebrauchen? Mache ich daraus einen Schnipsel für meinen Weihnachtsnewsletter? Mache ich, ein Teil ist dann auf YouTube, ein Teil ist auf meiner Verlagswebsite und so weiter und so weiter. Also das ist bei digitalen Formaten wirklich hocheffektiv, wenn man da eine gute Planung des sogenannten Contents hat, da kann man richtig viel mit anfangen. Und dann ist es anders als bei analogen Events. Da konzentriert sich alles auf den einen Termin und dann ist es vorbei. Und wir hatten jetzt tatsächlich mit den digitalen Formaten die Möglichkeit, auch gewissermaßen auf eine größere Zeitstrecke auch davon zu profitieren. Und dann möchte ich unbedingt erwähnen, da Frau Hilberath, ich grüße jetzt einfach mal so, weil Sie unter den Zuschauerinnen sind, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Sahner Bücherfrühling, von der Buchhandlung von Frau Hilberath, das war so ein sehr frühes, gewissermaßen jetzt erst recht Format im Video-Universum. Das also hat Frau Hilberath hat das in einer unserer IG Digital-Veranstaltung vorgestellt und das fand ich sehr beeindruckend. Und das jetzt auch als Überleitung zur Technik, weil sie im Grunde, so wie sie es dargestellt hat, und ich glaube, das ist auch ein guter Weg und das ist auch das, was Frau Sievers sagt, wenn man sich ein Format überlegt hat, dann überlegt man sich am besten, wie kriege ich das mit einem professionellen Bild und einem professionellen Ton hin. Das sind, kann man auch gleich sagen, das sind in dem Papier auch mögliche Empfehlungen drin.
das kostet nicht die Welt. Also das ist, da ist es gut, wenn man ergänzend zu dem, was man als Laptop vielleicht hat, eine Webcam mit einem etwas besseren Bild installiert. Wenn man, Mikro ist sehr wichtig, mir ist leider mein Headset gestern kaputt gegangen, zum Glück habe ich ein zweites. Dann noch ein Praxistipp, nicht wie ich denke, das kann man noch schnell kaufen, sondern das ist sehr gefragt, das kann man nicht schnell kaufen. Das sollte man planen, dass man es früh genug bestellt. Genau, also da muss man auch überlegen, sieht ein Headset gut aus? Ich habe jetzt hier so einen Einstock-Kopfhörer, das geht auch. Dann gibt es aber sicherlich eleganter, sind Ansteckmikrofone. Das ist dann, da ist man so mit 80 Euro oder so dabei. Das, wie gesagt, da stehen auch so erste Empfehlungen in dem Papier drin. Gucken Sie bitte, was zu Ihrem Format passt. Und ich weiß, die Frau, also Frau Hilberath hat erzählt, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir erreichen unsere Kunden hier auf unsere persönliche Weise mit diesen Videoformaten so gut. Jetzt kaufen wir uns halt noch eine bessere Kamera, weil wir merken, es ist für unser Marketing und auch für ein persönliches Marketing, das finde ich sehr wichtig, funktioniert das gut. Und das wäre so der Impuls, den Rahmen dieser Regionalbuchtage zu nutzen, zu sagen, okay, wir wollen was Gescheites machen, wir haben einen gewissen Anspruch und wir denken aber auch gleich darüber hinaus. Also wie, weil dieses blöde Virus geht nicht schnell weg und die, sagen wir mal, die Bedeutung von digitalen Formaten, die wird auch trotz, wenn dieses blöde Virus weg ist, wird auch nicht abnehmen. Das heißt also, was immer man jetzt idealerweise unter dem Dach der Regionalbuchtage für sich und seine Digitalisierung tut, das ist auf keinen Fall für die Katz in Bezug auf die Aufstellung von sich als Unternehmen für die Zukunft. Das bin ich mir sicher. Und vielleicht noch einen Gedanken zu Herrn Röth. Ich habe Sie als Netzwerker aus dem Netzwerker-Lehrbuch kennengelernt. Das finde ich sehr gut. Und da sind dann so zwei Beispiele aus Ihren Erzählungen. Sich einen regionalen Partner suchen, der es vielleicht technisch drauf hat. Wenn sich das ergibt, dass man zum Beispiel sagt, diese Produktionsfirma oder dieser Veranstalter, der guckt gerade ganz übel in die Röhre und ich habe hier eine Idee, wie wir gemeinsam für uns Aufmerksamkeit kriegen, fragen. Also mehr als Nein sagen kann so ein Unternehmen nicht. Oder in die andere Richtung den Hebel gedacht. Ich habe einen Partner, zum Beispiel mein regionaler Tourismusverband, der einen tollen Verteiler hat, der aber keine Ahnung hat, wie er was digital machen soll. Ich sage ihm, pass auf, ich habe diese tolle Idee, um die Technik kümmere ich mich, lass uns das zusammen machen. Also dass man Technik, sag mal, dass man bei der Partnersuche in beide Richtungen denkt. Also einerseits, ich bringe diesem Partner einen Mehrwert, indem ich sage, ich kann es umsetzen, oder dieser Partner hat eine Technik und profitiert von meinem Inhalt, also von meinen Autorenkontakten und so weiter. Also das nur so als Anregung und auch da gilt dasselbe wie bei der Technik. Partnerschaften, strategische oder punktuelle oder Veranstaltungspartnerschaften, die man jetzt knüpft, davon hat man lange was. Und genau, Herr Röth, Sie wollten noch ergänzen oder das Mikro? Das Mikro wieder einschalten. Das war eigentlich für die Rednerliste. Ich weiß nicht, Annette, darf ich? Du hast dich vorher gemeldet. Ich habe sowieso alles durcheinander gebracht. Ja. Nee, ja. Wenn ich direkt angesprochen bin, dann setze ich nochmal nach und so mit. Es ist schon wichtig, also der große Vorteil, ich glaube, wir wissen alle, dass das Autorenerlebnis und man wird ein Buch wird signiert und man stellt, dass das schon nach wie vor auch künftig, wenn es wieder möglich ist, die beliebtere Veranstaltungsform einfach sein wird. Aber dieses Digitale sollte man wirklich nicht unterschätzen. Oder wenn ich vorhin gesagt habe, so naja, da haben 25 Personen zugeschaut, dann war da mit live gemeint. In der Regel ist es tatsächlich ja aufgezeichnet und abrufbar. Also insgesamt haben das dann schon mehr Personen geschaut als 25. Ich selbst, wenn ich nicht selber gerade im Live-Chat bin, schaue mir das eher auch erst abends an. Das machen dann viele, dass hier, wenn sie Zeit haben, sich das anschauen. Das ist ein großer Vorteil, das auf die eigene Webseite dann einzubinden oder für irgendwelche Presseaktionen zur Verfügung stellen zu können. Das darf man nicht unterschätzen, dass das richtig prima und klasse ist.
Und viele fragen sich vielleicht, ich will doch aber mit meinen Veranstaltungen Bücher verkaufen, das ist richtig. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, technisch umgesetzt, das haben wir hier noch nicht erwähnt, es soll zu diesen Beiträgen eigentlich ein Warenkorb eingeschaltet werden können. Also solche Möglichkeiten werden auch geschaffen, für die wir denken und so. Was habe ich davon, wenn ich keinen Büchertisch verkaufen kann? Das kann man auch selbst unter einem YouTube-Beitrag kann man unten drunter einen Warenkorb setzen. Das ist technisch alles machbar. Annette? Ich habe noch den Auftrag, die Zusammenfassung der Umfrage bekannt zu geben. Und die erstaunt mich jetzt doch, weil es haben jetzt 10 Leute geantwortet, ob sie Erfahrungen haben mit digitalen Veranstaltungen. Und davon haben 4 gesagt, dass sie noch keine Erfahrung haben. Eine hat schon sehr viele Erfahrungen und 5 haben einige Erfahrungen. Das finde ich doch sehr erstaunlich, finde ich toll. Denn im Vorfeld, ich weiß jetzt nicht, wie viele Buchhändler damit abgestimmt haben, aber im Vorfeld habe ich von Buchhandelsseite doch auch sehr viel Bedenken gehört und dass man eben keine Erfahrung hat und dass man keine Technik dafür hat und vor allen Dingen, dass die Anbindung an das Publikum fehlt und die direkte Beratung, das Beratungsgespräch nach der Veranstaltung und der Verkaufstisch fehlt. Du hast es eben schon angesprochen, Berthold, man könnte jetzt zum Beispiel immer einen Warenkorb-Link angeben zu dem Buch, was gerade vorgestellt wird. Das, naja, wenn da 25 Leute teilnehmen an so einer Veranstaltung, es werden nicht 25 Leute dann ein Buch kaufen. Und es ist auch nicht dasselbe wie ein Büchertisch, wo dann auch noch andere Bücher zum Thema liegen und notfalls auch nur noch ein Bleistift mitverkauft werden kann. Das ist so, also ich sehe schon auch die Schwierigkeit, dass wir hier kostenlos Veranstaltungen anbieten, die aber nicht genügend Mehrwert im Buchhandel und für die, gerade für die kleinen Verlage zurück in die Kasse spülen. Ja, danke. Vielleicht nutzen wir das gleich für unsere zweite kleine Umfrage und schalten das jetzt auch frei. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, bisher sind noch gar keine Fragen aus dem Publikum da gewesen, aufgetaucht. Wenn jemand noch Fragen hat, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie zu stellen. Wir haben nämlich nur bis um 15 Uhr Zeit und sollten deshalb einfach schauen, dass wir, wenn Fragen da sind, die in den nächsten 10 Minuten noch beantworten. Da sehe ich, da ist die nächste Umfrage. Ich kann sie wieder nicht beantworten, aber es wäre schön, wenn Sie die beantworten. Und wenn ich kurz einfügen darf, Frau Hilberath hat sich netterweise als Zuschauerin gemeldet und davon berichtet, dass die besprochenen Titel, also die zu den jeweiligen Veranstaltungen im Sana Bücherfrühling vorgestellt worden, dass sie unter den Filmen bei YouTube angegeben waren und sie damit großen Erfolg hatte. Also es sind dann Links auf Titel im eigenen Webshop und es ist klar, also Frau Sievers, da würde ich natürlich auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen, dass da nicht runterkommt, dass ja, aber also ich denke, dass das Frau Hilberath mit ihrer Buchhandlung gemacht hat, ist ein gutes Beispiel. Das, was Herr Röth auch sagte, und dann da fiel mir ein, ich habe irgendwann mal in einem Seminar zum Thema Events gesagt, manchmal ist die Ankündigungskommunikation viel wichtiger als das Event. Das ist jetzt natürlich, gilt überhaupt nicht für die Regionalbuchtage, weil die extrem wichtig sind, aber so, also mal rein vom Kommunikativen her. Auch wenn Sie zum Beispiel, Frau Sievers, diesen schönen, sind Sie ein paar Filmschnipsel schon mal für eine Titelwerbung, zum Beispiel den Buchhandlungen, mit denen Sie etwas zusammen machen, zur Verfügung stellen. Da kann man Wochen vorher schon mit der titelbezogenen Kommunikation anfangen, kann dann im Nachgang vielleicht auch noch eine schöne Newsletter einbauen auf der Website. Also da denke ich schon, man muss natürlich für die Umsetzung von solchen tollen Events, für den Verkauf was tun, aber da kann was passieren und vielleicht kommen ja ich spreche auch ab und zu über VLBTICs, also ich fände es auch ganz schön, wenn die Titel, die bei den Regionalbuchtagen vorgestellt würden, wenn es da einen Themen-Special gäbe, dann macht man einen Link und den schickt man
zum Beispiel als Verlag an alle Buchhandlungen, mit denen man verbunden ist. Dann wirbt man natürlich auch für die befreundeten Verlage in der IG Regional, ja, aber man gibt so Anregungen. Also ich denke, das ist auch nichts, was von heute auf morgen funktioniert, aber anzufangen, und ich meine, gerade in dieser Zeit, ich habe wirklich von Buchhandlungen gehört, die haben gesagt, wir haben mehr Umsatz gemacht in der Krise als sonst, weil wir, muss man wirklich sagen, volle Panne unseren Webshop gestürzt haben, unsere Newsletter aufgeputzt haben, natürlich auch Fahrradlieferungen analoges gemacht hat, aber wirklich die Aufwertung auch dieser Online-Kommunikation also davon wirklich profitiert hat. Das, ja, würde ich auch für plädieren. Vielleicht kann ich da auch gerade noch, bevor Annette was sagt, anschließen. Ich habe erzählt, dass wir diese Lesung mit dem Oberbürgermeister gemacht haben und die war aus meiner Sicht etwas zu lang. Jetzt war es so, dass der lauter einzelne Kapitel vorgelesen hat und wir sind dann auch genau, wie Sie sagen, hingegangen und haben diese einzelnen Kapitel zerschnitten. Und es gibt in Düsseldorf die Düsseldorfer Jonges, dann haben wir den Düsseldorfer Jonges den Schnipsel geschickt, der sich auf die Düsseldorfer Jonges bezieht und haben einfach geschaut, was können wir mit den Einzelnen machen. In dem Moment fing das an, für uns auch etwas sinnvoller zu werden, weil wir gesagt haben, ach guck mal, das ist ja in einer Weise verwendbar, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Und es kam erst, als wir das Material hatten und uns das dann überlegt haben. Und da hatte ich auch schon Ihr Paper gelesen und da stand dieses mit den kurzen Sachen drin und dachte, ja, das ist eine gute Idee, die übernehme ich jetzt schon mal ganz gerne. Annette? Ja, also das Ergebnis unserer zweiten Umfrage ist sehr, sehr positiv. Eigentlich wollen alle digitale Veranstaltungen machen oder digitale Aktionen. Also ich sehe eigentlich jetzt eine große Flut von Angeboten aus dem Buchhandel auf uns Verlage zurollen. Ich hätte aber auch noch eine Frage von unserem IG Regionalia-Mitglied Libra-Buchhandlung in Oberursel, die Helga Haneke-Krabbel. Die hat mich vorher gefragt, was für Zugriffsmöglichkeiten Buchhandlungen denn haben könnten auf die digitalen Angebote von Verlagen. Wie könnte man sich da Buchhandel und Verlagsseite noch besser miteinander vernetzen und noch besser miteinander kommunizieren? Vielleicht habt ihr Ideen dazu. Schwierige Frage, ja. Also, ich finde die Frage gar nicht so schwierig. In dem Moment, in dem das Material vorliegt, kann das von den Verlagen ja angeboten werden und kann von den Buchhandlungen genutzt werden auf ihrer Homepage, bei ihren Newslettern, bei ihren Ankündigungen, auf ihren Facebook-Seiten. Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass die Kommunikation von Verlag zu Buchhandlung da ist und der Verlag Angebote macht an die Buchhandlung und sagt, hier, das können wir dir zur Verfügung stellen, damit du unsere Bücher oder die Regionalbuchtage bewerben kannst und damit dann auch den Verkauf ankurbeln kannst. Also ich glaube, das ist auch diese Ankündigungskommunikation. Man muss ankündigen, dass etwas da ist. Und ich glaube, dann kann es auch und wird es auch genutzt werden. Aus dem Publikum, Julia Graf regt an, einfach mal direkt bei den Verlagen fragen. Finde ich gut. Passt zum Thema Kommunikation. Genau. Ja, wir haben auch noch einen Beitrag, Herr Krohn, im Chat. Soll ich den vielleicht kurz noch vorlesen? Also ich finde es eine sehr, sehr gute, konkrete Frage. Ich kann leider den Namen nicht lesen, aber die Dame fragt, dass Sie haben bereits für den 22.09. eine Veranstaltung, quasi eine analoge Veranstaltung auf der Burg Kolmberg geplant und die Idee daraus eine digitale Veranstaltung zu erstellen und diese später online zu präsentieren, ist das im Sinne der Regionalbuchtage? Das muss ich und darf ich zum Glück nicht beantworten, aber ich finde es eine sehr gute Frage, wie Sie das sehen, vielleicht auch Frau Oertel, Herr Krohn. Also ich finde es eine schöne Idee. Also vielleicht antworte ich gerade mal kurz, auch so ein bisschen angesichts der Zeit, die zu Ende geht. Finde ich toll. Ja, wir sind ja für jede Form von Veranstaltung dankbar. Ob das analog ist, ob das digital ist, passt alles zu uns rein. Und von daher würde ich das sehr begrüßen, wenn das innerhalb der Regionalbuchtage stattfinden würde. Ich
kenne jetzt die Veranstaltung nicht. Von daher vermute ich mal, dass sie nicht unbedingt mit der deutschen Einheit zu tun haben wird, was ich ein bisschen schade finde, weil dann könnte man das Ganze auch natürlich noch weiter und mehr unterstützen, auch finanziell unterstützen. Und darauf wollte ich jetzt in meinem Schlussplädoyer noch mal kurz eingehen. Das Ministerium unterstützt uns eben finanziell. Und ich finde, ich habe jetzt gesehen bei der Umfrage, einige haben noch nicht die technischen Möglichkeiten, etwas zu machen. Aber die Gelder, die durch das Ministerium fließen, die sind so, dass man sich davon gut technisch einrüsten kann, ausrüsten kann, in der Weise, wie Sie das, Herr Große-Holford, auch vorgeschlagen haben. Also da ist eine Möglichkeit, an Geld ranzukommen. Und ich finde, jeder Verlag, jede Buchhandlung sollte das einfach nutzen, sich etwas überlegen, was kann ich mit meinen Büchern, Produkten machen. Bertolt, was du machst, diese Partnerlesung, was Annette macht, dieses an der Grenze entlang. Wir haben Bücher zum Thema geteilte Heimat, da werden wir etwas machen. Und ich finde, die 16 die 16 Veranstaltungen, die sollten wir unbedingt auf die Beine stellen, dem Ministerium präsentieren und dadurch einfach in diesem Jahr und natürlich auch im nächsten Jahr sicherstellen, dass wir finanziert werden. Im letzten Jahr gab es schon einiges an Geldern. Ich fand das sehr gut. Ich fand, da konnte man schon was machen. Dieses Jahr ist es noch ein bisschen mehr, was ich noch schöner finde. Und es ist eben speziell auf dieses Technische hin ausgerichtet. Also eine tolle Möglichkeit und meine Bitte an alle, die zuhören oder denen ihr sagt, bewerbt euch mit Veranstaltungen für die Regionalbuchtage und vor allem für das, was Vielfalt in der Einheit ist und was das Bundesministerium unterstützt. Leichter kommen wir nicht mehr an eine technische Ausrüstung als über diese Gelder vom Ministerium. Ja, das ist so meine Schlussbitte. Ich glaube, jetzt waren keine Fragen mehr da. Ich wollte noch einen Hinweis geben, warum das Ganze Spreewaldgurken heißt, haben wir nicht verraten. Das bleibt doch unser Geheimnis. Da kann jeder nochmal drüber nachdenken. Und dann wünsche ich allen, es ist jetzt glaube ich 15 Uhr, einen schönen Tag. Ich danke denen, die es technisch und inhaltlich möglich gemacht haben, auch vom Börsenverein. Birgit Koch, Anke Simon, Nicola Meyer nochmal ganz herzlich. Und vor allem danke ich auch allen, die teilgenommen haben. Ich fand es sehr interessant. Ich habe auch wieder viele Anregungen bekommen. Der bundesweite Tag der Region war mir noch gar nicht so bekannt. Ich finde es auch toll, dass Sie mitgemacht haben, Frau Oertel. Das regt uns auch alle an. Und ich fand es vor allem toll, dass die das schon seit 22 Jahren machen. Das gibt uns doch Mut, dass auch die Regionalbuchtage eine große Zukunft vor sich haben und wir das noch über viele Jahre machen. Herr Große-Holford, vielen Dank für das Konzept und für die Erläuterung dazu. Und Bertolt, Annette, auch euch vielen Dank, dass ihr Zeit hattet für euren tollen Bücherwänden. Ich sitze hier in so einem Hotel, bei mir sieht es nicht so schön aus, uns hier alle zu begleiten. Deshalb, ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zu den Regionalbuchtagen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Kuhn. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Ciao.